Deswegen denke ich persönlich, da ja auch das Thema der Season Superhelden ist, dass es noch einen dritten Superhelden neben Max und Surge geben wird. Und das ist der Partner vom Scheißboxer und der kommt am... Jojojo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Rabat Worlds, das Video hier auf diesem Anal. Und ja Leute, wo soll ich anfangen? Ach, ich fange einfach sofort an und viel Spaß in dem Video. Let's go. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Brawl Show. Die Theorie in der letzten Brawl Show war ja leider der komplette Reinfall. Also ich habe halt gesagt, dass ein neuer Brawler kommt, weil Piper und Herzen und Rico, keine Ahnung, war auf jeden Fall ein bisschen weird auf jeden Fall. Ich hatte recht mit 13, nur dass da kein neuer Brawler rauskam, sondern eben das Gadget für Piper. Ist logisch gewesen, sorry, ich war doof, aber auf jeden Fall, bei diesem Kalender war noch was markiert. Man wird es wahrscheinlich sehr schwer auf dem Handy erkennen können, aber auf jeden Fall, da unten, wo dieser Tisch ist. Ich habe mich schon gewundert im letzten Mal, wieso denn da sowas abgeschnitten ist. Ich habe mich schon gewundert, hä, habe ich da einen Schnittfehler gemacht? Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber da ist noch was markiert. Es ist wirklich sehr, sehr schwer zu erkennen, aber wenn man da genau hinschaut, am besten auf dem Computer, dann kann man da wirklich was erkennen, Leute. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat das zu bedeuten, welcher Tag, bla bla bla. Der Tag ist der 25., das heißt in 2 Tagen. Und jetzt ist nur die Frage, was passiert denn da? Spoiler, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir diesen Livestream auf jeden Fall zu 100% mittlerweile vertrauen können. Zur Erinnerung, das war ja der Livestream, der zum Beispiel auch dieses Piper-Video vorhergesagt hat. Da hat man nämlich die Musik gehört, die davor nur im Livestream zu hören war. Und jetzt gibt es nämlich eine neue Musik, nämlich diese hier. So tired. Mann, ganz schön lang. Ich glaube, so einen langen Sound hatten wir bis jetzt auch noch nicht auf jeden Fall. Was das zu bedeuten hat, wissen wir bis jetzt leider noch nicht. Aber ich persönlich denke, dass es wieder irgendeine Animation zu einem Gadget oder irgendwas anderes geben wird. Und wir da zumindest im Outro diese Musik wieder hören werden. Und ich persönlich finde, es würde sehr gut passen, wenn dieser Trailer das Gadget vom scheiß Boxer anteasern würde. Es ist nämlich dieser Sound hier aufgetaucht. They take the confusion out of Meteor Delivery, so you don't have to fuss with ancient prophecies or star charts to get what you want when you want it. Simply open up the Meteor On Demand app, and a personal Meteor will drop into your general vicinity. It's that easy. My partner loves Meteor On Demand's gift delivery feature too. Dropping a Meteor on someone is way more personal and memorable than flowers. And for a limited time, podcast listeners get free delivery on their first Meteor order with the code SEEYACRATER. And now, back to our show. Ganz schön viel Meteor, ne? Auf jeden Fall, ihr wisst ja wahrscheinlich schon im letzten Video, habe ich es ja schon gezeigt, das neue Gadget vom Scheißboxer wird ein Meteor sein, deswegen gibt es nur Sinn, wenn er mit Meteor das Gadget vom Scheißboxer meint. Er sagt übrigens, dass das Ganze ein Podcast irgendwie sein wird, was ich aber viel interessanter finde, ist, dass er sagt, mein Partner. My partner loves Meteor on Demand's gift delivery feature too. Also hat der Boxer wohl einen Partner und dieser Partner ist der Typ, der gerade zu uns gesprochen hat. Jetzt ist nur die Frage, wer hat denn gerade zu uns gesprochen? Weil ich persönlich kenne eigentlich keinen Brawler, der irgendwie mit dem Boxer verwandt ist oder so. Deswegen denke ich persönlich, da ja auch das Thema der Season Superhelden ist, dass es noch einen dritten Superhelden neben Max und Surge geben wird. Und das ist der Partner vom Scheißboxer und der kommt am 25. Juni. Ist eine Theorie, die eigentlich ganz gut linkt, aber ich denke, da sowas halt sowieso gerade im Urlaub ist, ist es ja unwahrscheinlich, dass am 25. Juni dann wirklich hier schon der neue Brawler kommt. Es ist möglich, aber ich denke eher, der wird irgendwann später kommen und am 25. passiert noch irgendwas anderes. Was denkst du dazu? Schreib es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich denke, dass das Ganze schon ganz logisch ist, aber nicht am 25. Juli, weil das wäre noch ein bisschen zu früh und die Season hat ja auch gerade erst vor 2-3 Wochen begonnen. Aber es gibt noch andere, viele andere Sachen, zum Beispiel dieser Sound hier. Arrêteront de vous appeler petit et maintenant Daryl.
Laissez la marée haute vous emporter vers votre avenir. Plus qu'un baril, plus qu'un robot. Abandonnez tout derrière vous et ne portez que votre peau. Pour femme, pour homme et pour robot. Das war Französisch. Und natürlich, wie es der Zufall so will, kann ich kein Französisch. Aber das hier soll angeblich die Übersetzung dazu sein. Leave your past behind, also lasse deine Vergangenheit hinter dir. They will stop calling you little and now Daryl. Also die, also wer auch immer die ist, werden ihn jetzt nicht mehr klein nennen, sondern Daryl, also der Butler Daryl. More than a barrel, more than a robot. Leave it all behind and wear only your woman's, man's and robot skins. What the fuck? Also ich glaube, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, da muss ich nichts zu sagen, das ist einfach nur crazy und ich glaube, wenn ich jetzt da irgendwas probiere noch rauszufischen, dann verrennen wir uns ja nur und ich denke mal, daraus werden wir jetzt erstmal nicht schlau, aber was mich dann doch ein bisschen gewundert hat, ist, dass Daryl ja das hier sagt. 100% Certified Pirate. Und das klingt für mich so ein bisschen ironisch. Wieso sollte er jetzt, wenn er nicht wirklich ein Pirat wäre, erwähnen, dass er wirklich zu 100% ein Pirat ist? Und da er ja seit dem Remodel auch so ein bisschen robotermäßig aussieht, ist es vielleicht gar nicht mehr der alte Daryl, also der kleine Little Daryl, sondern jetzt irgendwie ein Roboter-Daryl, der irgendwie gehackt worden ist und jetzt die Superhelden müssen den befreien. I don't know, es ist einfach mega weird. Was auch weird wäre, wäre, wenn ihr nach diesem wunderschönen, mega etwas anderen Video mal keinen Daumen nach oben lassen würdet und nicht den Abo-Button drücken würdet. Deswegen macht das auf jeden Fall mal. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und damit würde ich dann sagen, ein Like gleich 1%, dass diese Theorie wahr ist. Damit würde ich mich wie immer über Like freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao!